Bruno Sutkus war ein litauisch-deutscher Scharfschütze in der 68. Infanteriedivision der deutschen Armee an der Ostfront des Zweiten Weltkrieges. Mit 209 Abschüssen war er neben Matthäus Hetzenauer und Sepp Allerberger der dritttödlichste Scharfschütze der Wehrmacht. Jeder seiner Abschüsse wurde in einem individuellen Scharfschützenbuch aufgezeichnet und musste von mindestens einem Beobachter bestätigt und vom Bataillonskommandeur beglaubigt werden. Nach der Auflösung der Sowjetunion hielt Sutkus Vorträge für litauische Soldaten und präsentierte litauischen Offizieren seine Kriegsakten. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über Bruno Sutkus, einen der tödlichsten Scharfschützen des Dritten Reiches. Los geht's! Bruno Sutkus wurde am 24. Mai des Jahres 1924 in Tannewalde, damals einem Vorort von Königsberg in Ostpreußen, geboren. Sein Vater war Litauer, wodurch Sutkus nicht automatisch Deutscher war. Denn die deutsche Staatsangehörigkeit musste erst beantragt werden. Da kein Antrag gestellt wurde, blieb er offiziell staatenlos, bis er im Jahre 1941 eingebürgerter Deutscher wurde. Zuvor trat er im Jahre 1938 der Hitlerjugend bei und erreichte den Rang eines Scharführers. Als er 18 Jahre alt war, wurde er Mitglied der SA, wo seine Schießkünste bestens anerkannt wurden und er ein Gewehr bekam, welches er nach Hause mitnehmen konnte, um das Schießen zu üben. Im Juli 1943 wurde er im Alter von 19 Jahren zur Wehrmacht eingezogen. Sutkus absolvierte von August des Jahres 1943 bis Ende Dezember 1943 eine Ausbildung zum Scharfschützen an der Scharfschützenschule der Wehrmacht in Vilnius, bevor er dem 196. Grenadierregiment der 68. Infanteriedivision zugeteilt wurde. Seine Hauptaufgabe war es, sowjetische Scharfschützen aufzuspüren und zu vernichten. Anfang Januar des Jahres 1944 kehrte Sutkus zum Feldtrainingsbataillon in Kolomea zurück. Seine Einheit musste ganz Polen durchqueren und wurde oft aufgehalten, als sie darauf wartete, dass die Gleise repariert wurden, weil diese von feindlichen Partisanen gesprengt worden waren. Bei Debica wurde Sutkus einer neuen Einheit zugeteilt. Er sollte dem 2. Bataillon des Grenadierregiments 196 als Scharfschütze zugeteilt werden. Die 68. Infanteriedivision der Wehrmacht war bei Tarnopol in heftige Kämpfe mit den Sowjets verwickelt. Sowjetische Panzer haben die Frontlinien durchbrochen und die ganze Stadt umzingelt. Während Bruno Sutkus in Meserite oder an der Oder stand, war ein Großteil der 68. Infanteriedivision in unaufhörliche Kämpfe in Tarnopol beteiligt, wo es umzingelt worden war und enorme Verluste erlitt, obwohl es dann schließlich ausbrechen konnte. All diese Umstände führten dazu, dass die 68. Infanteriedivision reformiert wurde. Darauf folgend wurde Sutkus angewiesen, sich beim 2. Stabsbataillon des 196. Grenadierregiments zu melden. Mitte April des Jahres 1944, an dem Frontabschnitt, wo sich Sutkus befand, hörte das sowjetische Artilleriefeuer nach mehreren Tagen auf und die Sowjets griffen mit Panzern und Infanterie an. Sutkus Kameraden begannen etwa aus einer Entfernung von 500 bis 600 Metern zu schießen und das meist aus Angst. Eigentlich musste man abwarten, bis der Feind innerhalb von 200 Metern kam, um einen Erfolg zu erwarten. Unter der sowjetischen Infanterie sah Sutkus in diesem Gefecht einen asiatisch aussehenden sowjetischen Offizier, der seine Männer mit gezogener Pistole auf die Schützengräben von Sutkus zusteuerte. Bruno Sutkus hatte den Offizier abgeschossen und jede Runde war ein Treffer. Die sowjetische Infanterie war gezwungen, Deckung zu suchen. Jeder sowjetische Soldat, welcher aufstand und vorrücken wollte, wurde von Sutkus getroffen. Die Kommissare blieben hinter ihren Soldaten zurück und jagten diese in das deutsche Verteidigungsfeuer. Sutkus zielte zuerst auf die Kommissare und erschoss sie alle.
Als die vorderen Reihen der sowjetischen Infanterie bemerkten, dass die Kommissare nicht mehr da waren, wandten sie sich um und kehrten zu ihren eigenen Linien zurück. Als nächstes griffen feindliche Panzer und Infanterie an und Sutkos konzentrierte sein Feuer auf die sowjetische Infanterie, um sie von den Panzern zu trennen, denn die Kombination von Infanterie und Stahlriesen war bei der Wehrmacht sehr gefürchtet. An diesem Tag wurde seine Präsenz als Scharfschütze vom Feind kaum bemerkt. Erst als er sich zu erkennen begann, musste er sein Feuer einstellen. Der Feind hatte sicherlich bemerkt, dass ein Scharfschütze in dem Sektor der Front direkt gegenüber operierte, denn nun bewegte sich Sutkos viel vorsichtiger. Am 11. Mai des Jahres 1944 grub sich Sutkos Einheit in dem Ort Slobodka-Lesna ein. 300 Meter vor ihm, genau dort, wo er das Versteck eines feindlichen Scharfschützen entdeckt hatte, konnte er deutlich die Abdrücke seiner Stiefel im Gras sehen, welche eindeutig auf dieses Versteck zuführten. Der sowjetische Scharfschütze trug eine Tarnjacke und eine Tarnmaske. Weiter links in diesem Bereich gab es einen Aufstieg mit einigen Schutt, wo wahrscheinlich ein Haus gestanden hatte. Dieser Ort zog Sutkos an wie ein Magnet und er überprüfte ständig die Position der Sonne in Bezug auf sich. Gegen Mittag bemerkte Sutkos einen Lichtblitz und eine Bewegung. In dem zerstörten Keller befand sich ein sowjetischer Artillerievorposten. Mit dem Scherenperiskop hatte der sowjetische Posten einen guten Blick auf Sutkos Einheiten und die Schützgräben und konnte damit das sowjetische Feuer präzise lenken. Als nächstes sah Sutkos, wie die Sowjets aus dem Keller kamen. Es kamen zwei Männer, wahrscheinlich leitende Offiziere, welche durch ihre speziellen Uniformen gekennzeichnet waren. Sutkos hatte einen sofort von ihnen abgeschossen. Der andere sowjetische Offizier war geschockt und stand. Sutkos hatte bereits nachgeladen und auch ihn erschossen. Der sowjetische Scharfschütze, welcher Sutkos auch vorher entdeckt hatte, bemerkte sofort Sutkos Position aus seinen beiden Schüssen. Der sowjetische Scharfschütze drückte ab und Sutkos schoss auch in diesem Moment und traf den sowjetischen Scharfschützen, als seine Kugel an Sutkos Kopf vorbeizischte. Im Januar 1945 musste sich Bruno Sutkos von einer Verwundung erholen. Er wurde befördert und ihm wurde mitgeteilt, dass er zum Ausbilder einer Scharfschützenschule ernannt worden sei. Bruno Sutkos verbrachte nur 6 Monate an der verheerenden und blutigen Ostfront und konnte in dieser Zeit 209 bestätigte Abschüsse erzielen und zählt damit zu dem dritterfolgreichsten Scharfschützen der Wehrmacht. Bruno Sutkos wurde für seine Leistungen das Eiserne Kreuz 2. und 1. Klasse, das Infanterie-Sturmabzeichen, das Verwundetenabzeichen in Silber und das Scharfschützenabzeichen in Gold verliehen. Bereits am Ende des Krieges erkennt Sutkos, dass er für die West- sowie die Ostalliierten eine begehrte Trophäe werden könnte, da er ein Scharfschütze war und somit entledigte er sich aller Dokumente, Medaillen und Beweise in die Kriegsgefangenschaft der Amerikaner. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Kriegsgefangenschaft ging er zu Verwandten nach Leipzig. Nachdem er einen örtlichen Spionageabwehrbeamten bestochen hatte, erhielt er einen falschen Pass und falsche Dokumente und ging in ein Filterlager nach Litauen. Im kommunistischen Litauen konnte sich der ehemalige Scharfschütze der Wehrmacht bis zum Jahre 1949 gedeckt halten. Er war im Besitz gefälschter Dokumente, aus denen hervorging, dass er staatenlos war und während des gesamten Krieges als Landarbeiter gearbeitet hatte, wusste aber, dass die Sowjets ihn verdächtigen würden, als Scharfschütze in der Wehrmacht gedient zu haben. Also beschloss Sutkos, mit mehreren Litauern in Litauen zu bleiben, welche er persönlich kannte und welche zur Zwangsarbeit nach Sibirien deportiert wurden, teilweise auch um der sowjetischen Aufmerksamkeit zu entgehen und ohnehin damit zu rechnen, schon deportiert zu werden. Als die Sowjets die Beweise hatten, um Bruno Sutkos endlich wegen Kriegsverbrechen als Scharfschütze strafrechtlich zu verfolgen, hatte der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer Amnestien für viele in der Sowjetunion inhaftierte Deutsche ausgehandelt. Von den Jahren 1949 bis 1971 arbeitete er in den sowjetischen Kollektiven in den Taigerwäldern und in den Gruben von Tschernkow. Ab dem Jahre 1971 wurde ihm gestattet, nach Vilnius umzuziehen. Im Jahre 1991, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, war Sutkos jetzt Litauer, nachdem er zuvor gezwungen war, die sowjetische Staatsbürgerschaft anzunehmen
und sich in die sowjetische Gesellschaft einzugliedern. Im Jahre 1991 besuchte er Deutschland. Im Jahre 1994 erhielt Sutkus eine Bescheinigung über die deutsche Staatsbürgerschaft und auch einen deutschen Reisepass und siedelte im Jahre 1997 nach Deutschland über. Bruno Sutkus verstarb im Jahre 2003. Das war es heute zum Leben des Wehrmachtsscharfschützen Bruno Sutkus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.